Es wird nur noch der Tisch. So, guten Morgen, es ist heute Freitag. Meine Tochter ist immer noch zu Hause. Wir essen jetzt gleich Frühstück zusammen draußen. Und ich schaue mal ganz kurz hier. Ich habe den Stream gestartet. Jetzt gucke ich noch, wo mein Kanal ist. Wo ist mein Kanal? Ja. Ich stelle gerade alles ein. Video bearbeiten. Ich sehe keinen Tisch. Ja, schön. Das ist kein Tisch. Und. Wo hast du denn den Tisch? Wo ist denn kein Tisch? Wo ist denn auch ein Tisch? Tisch. 301. Jetzt haben wir den 301. Livestream. Gestern hatten wir die Nummer 300. Ja, schon. So schnell kann es gehen. Wir haben natürlich schon viel mehr wahrscheinlich Livestream-Videos, aber ja. Papa, weißt du, wo der Tisch ist? Ach, Anouk, Mensch, Herrgott, jetzt wart doch mal ab. Der wird schon irgendwo sein. Ich weiß nicht, wo der Tisch ist. Ich müsste ihn genauso suchen wie du. So, jetzt gucken wir mal, wir sind auf der Suche nach dem Tisch. So, Livestream läuft. Das ist Fakt. Hier schreibe ich noch schnell hin. Guten Morgen. Guten Morgen, sagt sie. Die Sache ist die, dass heute eventuell unser Video rauskommt, bei was das geht. Ja, hier auf alle Fälle auf dem Kanal mit der guten Frau hier haben wir geredet. Ich weiß nicht. Oder ich habe mit ihr geredet. Weiß nicht genau, wer das ist, was sie macht, aber sie heißt Silvi. Ah, die Silvi war bei uns und da haben wir ein Interview gegeben. Schauen wir doch mal, ob das heute online geht oder nicht. Also da bin ich sehr gespannt. Also das, was heißt Interview, also ich bin dann ungefähr eine Minute vielleicht, sieht man mich da reden, obwohl das herzlich fast eine Stunde gedauert hat. So ist es. Ungeschnittene Version kommt dann von mir. Auf die Plattform gestellt, aufgespült. Ja? So einfach machen wir das. So, jetzt suchen wir einen Tisch. Wo ist der Tisch? Ja, wo ist der Tisch? Er sucht den Tisch. Na, wo ist der Tisch? Der kann doch nicht weg sein. Wo ist der Tisch? Wo hast du den Tisch hingestellt? Anouk, wo ist der Tisch? Wo ist der Tisch? Wo hast du den Tisch? Du hast den Tisch weggebracht. Wo hast du den Tisch? Nein, du. Ja, Ecke. Tisch. Wo ist der Tisch? Ja, dann guck doch mal rein. Ich sehe ihn von hier. Da ist er. Wo? Da. Wo? Da. Wo? Na da. Nö. Doch da. Hä? Neben der großen Spinne da hinten in der Ecke. Da. Sehr aber keinen. Ich sehe keine Spinne. Aber geh doch mal rein, hol doch mal raus. Na da, da, bei den Augen der Spinne. Da. Ja. Da gehst du nur rein und. Nein, da ist keine Spinne. Ach, Mensch. Naja. Das ist so einfach hittet. Trainier das Auge heißt das, heißt die Sendung heute hier. Trainiert das Auge, nicht nur den Körper und den Geist. Hier, Körpertraining. Na, schaffst du das? Ich helfe mal mit. Normales Butterbrot. Ich nehme so. Das ist dünn. Das nehme ich dünn. Ich nehme. Oh. Na. Na, da jault er. Sehr lecker gemacht. Das war ein Frühstück mit meiner Tochter. Ja. Good morning. Guten Morgen. Do you take presents? In the morning? Bist du was zu trinken? Not for the morning.
leave it though. But there's no use and we need to give it away, so yeah, we're leaving. So that's yours then. Yeah, sure. Two times. Oh, that's for me, that's for the lady. Yeah. Champagne for the lady. Maybe not. Nein. Mann, ja, zweimal präsent am frühen Morgen. Das ist ja was. Ich meine, wie spät ist denn jetzt? Das ist ja gerade mal 9 Uhr. Was ist das? Das ist einmal. Prickelwasser. Bier. Nein, auch nicht. Aber siehst du, so ist es. Mensch, da habt ihr um 9.18 Uhr, aber um Viertel 10 Uhr, um Viertel 10 morgens, so werden wir schon mit Alkohol zugeschüttet. Im Schöfferhofer Hefeweizen kommt da meine Alkoholsammlung. Schöfferhofer Hefeweizen, da freue ich mich so ja drauf, denn wahrscheinlich mal werde ich das echt mal trinken. Irgendwie am Sonntag, Samstagabend, damit ich es verdauen kann, den ganzen Sonntag lang. Und ein La Chitau Cremant de l'Or Brut Champagner. Das kommt in meine Champagnerabteilung, Weinabteilung hier auch rein. Ich kriege ja ab und zu Sachen geschenkt, die landen dann immer hier, verstauben. Und ja, werden dann irgendwann getrunken oder bleiben Deko. Na, da guckt da. Da war gerade ein Checker, hat da geguckt, ob man da was mitnehmen kann, was zu essen, was Leckeres. Steht da am Eingang. Muss ich gerne bedienen. Ja. Wird jetzt erstmal Müll sammeln draußen. Meins kurz. Ja, also das kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie mein erste Kontaktaufnahme in der Schule war, um Freunde zu finden. Das weiß ich nicht mehr. Tatsächlich. Also ich habe so ein Buch, da konnte man. Guck mal, weißt du, dieses Einhornbuch. Freundschaftsbuch, Freundebuch. Nein, das ist kein Freundebuch. Da, wo man ganz viele Fotos reinmachen kann. Aber das ist kein Freundebuch. Weißt du das doch mit diesem Einhorn, mit dieser Schultüte? Kenn ich nicht. So. Weiß ich nicht. Da habe ich weitergemacht. Wie heißt deine Schule? Wer ist deine Klassenlehrerin? Ach so. Wann sie Geburtstag hat? Einschulungsbuch. Ja. Was ist das für Bücher hier? Ein Quatsch. Ne? Naja, nee, auf alle Fälle, ich weiß es nicht mehr. Kann ich dir ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht mehr, wie meine erste Kontaktaufnahme zu den anderen Kindern stattfand. Ich weiß es die nicht war mehr. Ja schon im Kindergarten. Wir waren ja schon im Kindergarten zusammen. Ich weiß es nur von anderen. Wie heißt der überhaupt? Marco war auch. Hä? Und Lars und. Wer ist Lars? Ja, wer ist Lars? Genau. Die ganzen Leute. Das sind halt die Leute so, mit denen ich so verkehre. Papa, als du noch so jetzt, was bevor ich einen Laden hatte. Papa, als ihr noch so aussahst. Papa, komm. Wahrscheinlich ist der hoffnungslos. Das ist Kakao, das kann ich sehen. Unheilbar entlassen. Kaffee. Und jetzt ist los. Womit? Womit geht's los? Das ist nicht über. Ich habe ihn letztens nur so aus. Ich habe ihn letztens wirklich gesehen. Hallo. Hallo, hi. Papa mit. Da war er hier bei Dijon gesagt. Meine Tochter schaut immer noch Cartoons. Ich habe einen Auftrag gerade gehabt, platte Reifen. Naja, sehr Standard, nicht besonders. Wenigstens eine Sache zu tun. Heute ist ja wirklich gar nicht los. Voll die Langeweile. Ich habe mir schon Eis geholt. Ja, und jetzt kommt natürlich Arbeit. Ist natürlich logisch. Hier ist mein Eis. Hallo. Und da kommt die Arbeit. Na wunderbar. Ja bitte? Darf ich mein Fahrrad aufkommen? Na klar. Currywurst gemacht. Ja, das ist toll. Fantastisch. Currywurst. Moin.
Ich war bestimmt 15 Minuten angestanden. Für wieso denn das? Ja, weil die Schlange straßenlang. Reicht ja gerade mal so für mich. Da kommt Alex. Alex! Wieder auf dem Arsch. Mal. Grundsätzlich als Tutorial, rutsche ich mir jetzt immer ab. Hallo Anouk. Ja, hallo. Harlack, mein Freund. Harlack? Wirklich? Ja. Hast du Zeit? Na, hast du doch. Wer ist denn hier der Haarexperte? Es kommt dir irgendwas auffällig vor in meiner Hand. Oh, nee, da kommt mir nicht auffällig vor. Nee, du kannst gerne. Wirklich? Ohne Rutschdeck, ja, so Haarspray, Haarspray, also, Harlack, ja. Haarfest hier, Haar. Warte mal, bevor du arbeitest, einmal, ja. Guck mal, was haben die Technik? Wasabi-Küche, mach mal einen Handwerk. Wieso, was ist Wasabi-Küche? Gabel. Guck mal, oh, keine Gabel. Gabel ist ein bisschen nach Straße eigentlich. Aber, ja, bald Mangel. Also, willst du auch mal so Wasabi? Nee, danke, ich esse jetzt erstmal eine Brust. Guck mal, ein paar. So, Stück? Die Salzen, Mann, die Brüste und die Salzen. Guck mal, die haben sogar Curry 36 Stecher. Ach, hast du das bei dem geholt? Ja, Meringdarm, da steige ich doch immer um. Hm? Bitte, Tausch haben wir. Hm? Okay. Wenn wir noch Bier nehmen, gibt's doch dann auch, oder? Müssen wir Bier haben? Bier? Wieso Bier? Hallo? Hast du einen Besuch gehabt? Wo ist denn hier Stecker? Hier. Tisch. Tag. Ich wollte fragen, erstens, ob ich euch ein Kettenöl bekomme oder ein Schmieröl. Und ob ich eine Fahrradkette aufkommen mösche. Danke. Aber ist ruhig fertig, ich habe Zeit. Ich probier's fertig. Cola? Ja, nur mit der Cola. Darfst du ja schon mal aufgucken? Alles klar. Nee, ne, Curry. Tschüss. Du musst zum Training. Du verstehst ja. Nee. Ich weiß schon. Könnt heute schon wieder die Krise kriegen. Wollen wir? Das ist nicht mehr zu. So, das letzte, was ich habe. Fakt ist, Frau Sonnenstein hat mich heute angesprochen. Und sie hat mir den Steuerbüro telefoniert, weil ich ja auch noch dort in einer anderen Praxis doch noch Geld ausgezahlt bekomme. Von dem Steuer. Von meiner Urlaubstage und so. Sie meinte, wenn das so ist, dann rutsche ich automatisch bei ihr in der Praxis in die Steuerklasse 6 und habe 60% Abzüge auf mein Gehalt. Wieso denn das? Weil ich dann zwei Stellen habe in diesem einen Monat. So, und dann rufe ich da an in der Praxis Handelssteuer und frage, ob die mir das nicht einfach so auszahlen können, ohne als Gehalt, sondern als Einmalzahlung, Verrechnung, Urlaubstage, Überstunden. Ja. Ja. Nö. Das machen wir nicht. Das ist ja wieso nicht. Das war einfach jetzt, das haben die so festgelegt, das wollen die nicht. Ja, aber ich möchte gern verstehen, warum. Hallo. Dann meint sie, das möchte ich jetzt nicht werten, warum die das so machen. Das ist einfach so. Ich will es ja auch nicht werten, ich will es einfach nur wissen. Warum haben die sich da so? Ich meine, das ist doch das Gleiche. Ja. Schon wieder so eine Fehlaktion durch den Rahmen. Ich kürze erstmal das hier, ist das gerissen. Hat man es weg. Erstmal. Oh, Entschuldigung. Und dann machen wir. Fehlen wir den Zug da neu wieder durch. In klassischer Manier, wie wir die gelernt haben. Zug erst durch. Da ist aber auch.
rausgezogen, hier ist er gerissen. Ne? Jetzt kommt der neue Zug hier durch. Da ist er, der neue. Jetzt kommen wir das Stück. Ah, danke schön. Moin. Wie geht's? Ja, geht, geht. Und oh, hat der ein schönes Fahrrad? Ja. Ist das richtig für die Mädels? Marcel, ich hab eine Frage. Ja, was für ihn? Kaufst du auch Sachen an? Was denn? Na, eine Ortliebtasche habe ich noch zu verkaufen. Eine Ortliebtasche? Ja, ja. Ne, schwarze. Neu oder gebraucht? Nee, sieht noch ziemlich neu aus. Sieht noch ziemlich neu aus. Na, was soll die kosten? 15 Euro. 15 Euro. Ist da alles in Ordnung dran? Ja, alles. Alles geht. Mit dem Halterungsplatten, mit den Platten in der Hand? Nee, alles noch neu. Die habe ich ja früher hier von Pedalkraft mal gekauft. Ja. Und da war die im Angebot, aber jetzt brauche ich die nicht mehr. Wie groß ist aber eine große oder was? Nur eine kleine. Ja, eine kleine. Aber da passt doch nicht mehr noch rein. Damit habe ich früher immer Radtouren gemacht am Brandenburg. Ja. Musst du mir mal zeigen, ich muss sie mal sehen. Ja, ich kann die mal viel später mal vorbeibringen. Genau, bring mal rum. Okay, guck mal. Ja? Bis gut. Später. Okay, bis später. So, hier läuft schon das Rostwasser raus. Ist schon ganz rostig. Sieht aus, als hätte ich geblutet. Ja, das war Zeit, das auszutauschen. Ja, da ist er wieder. Zughülle. Ist natürlich auch wichtig, muss auch getauscht werden. Schauen wir mal. Hä? Falsche Ende. Das ist natürlich hier ein bisschen kniffliger mit diesem Plastikeinführung. Mit den Führungshülsen hier. Aber hat funktioniert. Einmal frei. Zug ist drin. Zughülle ist drin. Jetzt kann das hier wieder raus. Denn an das Ende muss ja noch eine Hülse. Anschlaghülse. Die haben wir hier. Anschlaghülse. Die kommt dann hier ran. Wie ein Behinderter. Und rein da. Zack. So, jetzt haben wir den Zug hier auf alle Fälle drin. Das ist nicht so gut. Das Schloss hier vorne dran, das ist natürlich nicht so toll. Das behindert immer den Zug hier ein bisschen am Arbeiten. Wird öfter mal abknicken, offensichtlich hier schon dadurch, ne? Wenn die Tür umschlägt, weiß ich nicht. Aber wenn ich es hier durchverlege, ob das besser wird, muss ich nachher mal fragen. Ich verlege den hier durch. Ja, ich mache das so. Ja, dauert wieder ein bisschen länger heute. Tut mir leid, liebe Leute. Ja, der Tommy ist auch manchmal. So muss das nämlich auch laufen. Ja, das ist besser. Mann. Ich
schwierig werden. Maschine, Stück, Frühstück. Na, so. Haben wir jetzt hier hinten das Ganze noch. Richtige Arbeit hier in so einem Zug, das ist unglaublich. Dauert auch alles ein bisschen länger, sollte ruhig ein bisschen länger, ein bisschen mehr auch kosten, wenn man es innen verlegt, innen verlegte Züge, kann man ruhig auch mehr Geld nehmen. Man kann ja mal gucken, was auf der Preisliste steht zu innen verlegten Zügen, ich schau mal nach. Da steht nur was zum Lichtkabel verlegen im Rahmen, das ist natürlich ungeheuerlich. Ja, Lichtkabel im Rahmen verlegen, das ist ja fast das gleiche hier. Ja, das kostet 60 Euro, Lichtkabel im Rahmen verlegen. So, wir nehmen keine 60 Euro, das mache ich nicht. Ja, aber das halt im Rahmen verlegen, kann man 20 Euro rufen für sowas. Mit Material natürlich, selbstverständlich, ja. Also nicht hier einfach Montage kosten. Immer inklusive Material. Würde ich mal denken. Das muss ja Carsten sein Rad, dem nehme ich nicht so viel ab, aber anderen Kunden kostet das mehr. Jetzt leg doch diesen Zug hier in die rein. Mann, Mann, ey. Okay, ich schraube erstmal fest. Einsatz, was ich euch schon mal gezeigt habe. Nehme ich Jänner hier. Mann, oh Mann, oh Mann. So, haben wir. Jetzt wird wieder zugedreht.
Achtung. Und funktioniert. Mit ein bisschen Hebel funktioniert's. Jetzt nochmal kontern. Hier halten. Da kräftig drehen. Das Schmuckstückchen. Ah, das ist aber wirklich eine kleine, meine Güte. Das ist ja klein. Aber da passt wieder rein. Sieht noch gut aus, ne? Ja. Noch alles ganz. Ist immer noch wasserdicht? Ja. Ja. Na komm, gib dir 15 Euro dafür. Ja. Ah, größer wäre mir lieber. Ja, hast du ja jetzt, ne? Ja. Aber die sind auch sehr gut. Die sind gut? Ja. Die sind gut, ja, stimmt. Erstmal 10. Okay. Und dann noch 5. Hier. Aber die ist ein schönes Haar. So, sowas wird bestimmt immer schnell verkauft, oder? Das hängt schon eine Weile hier, kurioser Arme. Ja, kurioser Arme. Hängt das schon eine Weile hier. Oh, ich hab Zeit. Muss alles immer nicht so schnell nehmen. Dann hast du recht. Der Winter kommt, dann wollen die Leute bestimmt kein Fahrrad mehr. Ja, eben, deswegen. Ja, im nächsten Frühjahr, dann ist es bestimmt schnell weg. Ja. Gucken wir mal, wenn nicht, dann Vermietung oder so. Okay. Gut, danke. Schönen Tag noch, ja? Ja, bis dann. Ciao, ciao. ...204.914, meine Herren. Die Verschlüsse sind dran. Das ist wichtig. Die Verschlüsse mal dran sind. Gut, Hammer. Eine Tasche haben wir gekauft. Ganz guten Eindruck. Ortlieb City. Können wir gleich im Carsten verkaufen hier. Hängen wir gleich hier ran an sein Rad. Carsten, brauchst du eine Tasche und eine Ortlieb? 15 Euro. Ja, hat der Tommy zwar nicht verdient, aber er hat zwei Leute glücklich gemacht. Den Carsten, weil er für 15 Euro eine Tasche gekauft hat, und den Kollegen hier, weil er 15 Euro für seine Tasche bekommen hat. Also, so einfach ist das manchmal. Das wäre schön, wenn es immer so einfach wäre. Ja, der Carsten meinte noch, der Dynamo funktioniert nicht. Das ist ja hier so ein Walzendynamo. Hier unten dran. Aber funktioniert. Hervorragend so, ja. Rüstet der Tommy jetzt alle Mieträder auf mit neuem Bremsbelag und so. Sobald ihm eins in die Finger kommt, mit noch nicht erneuertem Bremsbelag, wird das gemacht. Einmal im Jahr muss neuer Bremsbelag drauf. Also es ist wirklich ein Muss. Außer das Rad ist nie gefahren worden, aber das kommt ja bei den wenigsten Rädern vor. Also ein paar Räder natürlich, die dann immer irgendwie als letzte in der Reihe stehen.
Das ist sehr selten. Man hat ja irgendwie an 2-3 Tagen im Jahr tatsächlich nur, dass mal alle Räder weg sind. Dieses Jahr waren es echt 2 Tage, glaube ich, wo ich wirklich alle Räder weg hatte. Und abends standen sie da wieder da. Also selbst da 2-3 Räder, die sind wirklich nur ein paar Mal gefahren, aber die sind ja auch nicht verschlissen, die Belege. Ne? Das kann man ja dann schon sehen. Ja, die anderen werden halt getauscht. Also einmal im Jahr sollte man Bremsbeläge tauschen, wenn man täglich mit dem Rad fährt. Ja. Privaträder auf alle Fälle. Das ist den meisten natürlich schon zu viel. Also ich würde es einfach machen. Weil so viel kosten sie nicht. Man kann ja günstige Belege nehmen, wenn man sie wirklich einmal im Jahr tauscht. Kann man auch günstige nehmen, weil dann hat man ja definitiv nicht das Problem, dass man an die Verschleißgrenze oder über die Verschleißgrenze kommt. Weil selbst ein günstiger Belag sollte länger halten als eine Saison. Wer den ganzen Winter durchfährt, da sollte man ein bisschen öfter gucken. Da sollte man vielleicht gute Belege nehmen und öfter mal die Felgen waschen, reinigen. Gerade im Winter mit dem ganzen Zeug drauf auf der Felge. Das ist halt nicht so gut. Jetzt Modder und Schlotter. Modder und Schluder. Ich würde jetzt sagen, das mache ich nie wieder. Also ich habe es gleich gesagt, ich nehme nie wieder nur einen Roller mit. Das war Stress pur. Ja, bitte? Ja, bitte, mein Schatz? Marlies, ich warte. Ja, hallo. Warum wartest du denn? War alles gut? Beinschmerzen, wieso denn das? Naja, weil sie auch Fahrrad fahren wollte. Ich werde die ganze Zeit geschlagen. Du sollst damit aufhören. Das auch nicht. Hör auf damit, es wird nicht gehauen. Das reicht jetzt. Wen haut sie denn? Lumen, dein Roller ist da hier unten. Was machst du denn für Theater? Hol ihn doch hoch. Na, so ist es. Hallo Lumen, wie geht's dir? Alles gut? Lumi Bumi. Das klingt da, hä? Ja. Das klingt mir so danach, als sollten wir uns jetzt irgendein Angebot aussuchen. Nee, ich weiß, was du meinst. Hopp, 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 langsam, langsam. Alles klar? Luki, das war sehr lieb von dir. Komm mal weg von den Treppen. Komm mal hoch. Nee, hier steht ja... Alles gut, Luki. Hier steht... Sag mal Danke zu deiner Schwester. Sag mal Danke. Hier steht, gerne kümmern, hier vielen Dank für Ihren Auftrag, gerne kümmern wir uns um Ihre Strombelieferung. Wir haben den 1.9. eingetragen, was ja stimmt. Und ich glaube, das hatte ich nicht ganz verstanden, aber es scheint tatsächlich nicht zu sein.
an diese CEDA-Zuständigkeitsbehörde dann keine Teilen, die ablesen kann. Ja, aber hast du doch gefragt, den Typen, als der da war. Und er meinte nein. Genau, aber die hat uns am Telefon auch gesagt, oh, ich dachte, ich habe es falsch verstanden. Ich muss nochmal anrufen dort bei diesem CEDA-Ding und wahrscheinlich da die nochmal durchgeben und damit die wissen, was die berechnen müssen. Okay. Die hat es jetzt erstmal notiert, wie der CEDA-Stand ist und dass wir das dann nur beziehen wollen. Und Die kriegen sie von dort. Wunderbar, so machen wir das. Alex ist wieder auf der Flucht. Naja, Alex ist Alex. Naja. So, ich mach mein Ding und er ist ja nicht in Ordnung. Ja, wieso flüchtet er vor dir oder was? Ha? Flüchtet er vor dir oder was? Keine Ahnung, ich hab da nicht da. Na, habt ihr gestern zusammen noch gemacht, Bauhaus? Gar nicht. Na, wolltet ihr doch. Ach. Ich denke, ich warte mal ja nicht, also wo warten wir nicht, ich hab doch bei mir da. Hast du schon gefreut? Hat sich schon gefreut, der Wolfgang? Mensch, ich warte doch da ja nicht, ob der kommt oder nicht, Mann. Doch. Ich mach mein Ding und dann ist der gut. Na, der ist da. Ja. Du kriegst nach Hause Armbrot essen? Armbrot schon? Ja, schon ist gut. Na, ist ja schon 17 Uhr, hast du recht. Oh ja. Na, hoffentlich an 7 Uhr, oder? Nein, danke. Nichts, danke. Valium. Valium. Zum Ruhen. Nichts, danke. Alles für die beiden. Die hat sie Barm. Ja. Schlesien! Flucht! Schlesien! Da kam mein Nachbar noch, der hier, der Hundi gerade wieder, na ja. Dann bin ich neu. Und um 4:30 bin ich dann angeschlossen nach Hause. Meine Güte, da ist ja nichts mehr los hier. Unglaublich. Gut, hier kommt neuer Reifenruf. Das machen wir mal schnell. Ja. Wie soll man denn ein Haus sanieren ohne Lärm? Wie soll man denn den Wohnkomfort erhalten oder besser machen ohne Lärm? War doch überhaupt nicht notwendig gewesen. Dann sicherlich. Na klar. Ich kann das Haus jeden Tag. Ich kann ein paar Tage nicht schlafen. Ja, na, weil Wolfgang ist. Weil der nachts immer arbeiten geht. So, dann machen wir mal den Schlauch ein. Ja, machen wir mal ein. Ich fange an zu nuscheln langsam. Ich merke das. Ja, machen wir mal ein. Zu Banalitäten. Schnell. Ihr baut einmal den Schlauch jetzt ein. So. Und dann werden wir mal schauen, was wir noch so tun können für unsere allerliebste Kundschaft. So, Der Thomas ist nicht mehr ganz dicht. Der hat sie nicht mehr alle. Ja, ich hab mir gedacht, wo ist denn der Dennis? Ja. Interreich gehört, da hast du gerufen am Fenster irgendwann nach. Dennis! Dennis! Minyasabut, Dennis! Scheiß auf Wolle, ich werd erstmal wach. Dann hat er lauter gerufen. Ich höre schon, aber manchmal
bin ich halt zu faul, sie reagieren. Ruf doch einfach lauter, Wolfgang. Und länger. Übernachten nicht rechts verkehrbar. Und da lacht doch der Thomas. Da lacht er. Der hat den Wolfgang See gefallen. Ja, boah, ist doch wichtig, oder? Sonst wachsen halt immer noch Pilze. Da Pilze und Kulturen. Ja, Mensch, und die Duschregelmäßigkeiten. Der Wolfgang führt schon ein Buch über euch. Hoffentlich schickt er das nicht an die Krankenkasse. Nee, naja, da willst du ja. Zwischen Körperhygiene und Krankheiten. Und die, so golden, die goldene Seife kriegst du denn verliehen. Die goldene Seife. Das ist auch gut. Denn solange ich mich nicht nackt danach bücke, muss. Nee, musst du nicht. Nehme ich doch jedes Geschenk gerne in Empfang. Neuer Abonnent, jetzt bist du bei. Wie neuer Abonnent? Jens Klingenhof hat deinen Kanal abonniert. Kenn ich nicht. Wer ist denn? Ja, ein neuer Abonnent. Jetzt sei mal ein bisschen aufgeschlossener gegenüber dem Jens. Hallo Jens. Sei gegrüßt. Was ist das denn? Das ist doch nicht jetzt, das kann ich mir nicht vorstellen. Hör doch mal auf. Ich bin doch da. Wo denn? Da unten im kleinen Fenster. Na, ich kenn die doch alle nicht. Na, aber guck doch mal hoch. Na, wer ist denn das? Ich sehe das doch nicht, was hier. Neuen Abonnenten habe ich gesagt, der Dennis. Der Dennis sagt. Nicht rufklicken, jetzt habe ich es nicht gefilmt. Ach, verdammt. Und jetzt? Der Jens sieht da sportlich aus. Das da, Jens. Was ist das? Was machst du denn jetzt da? Ich mach ja nichts. Was, das bleibt jetzt so? Ist doch nicht immer nicht wieder rückgängig gemacht. Ja, dann machst du doch nicht vorgängig oder so. Ja, da ein bisschen voreilig, genau. Ach Mensch. Gib mal, da ist es. Wo denn? Das, na, das Bild war doch gerade auch drin, wa? Wo denn? Welches Bild? Hier, ich weiß jetzt nicht, was du willst. Na, alles wieder gut, jetzt sind ja rückgängig. Was meinst du denn rückgängig? Das ist ein anderes Fenster. Ach, zwei Nachrichten. Wer ist ganz im Film? Neuer Abonnent Jens Klingelhöfer vor 7 Minuten. Vor 7 Minuten? Ja. Jens. Was hast du denn da gemacht? Was ist denn bitte? Ich habe den Müll von der Straße weggesammelt. Diesen scheiß Einkaufswagen voll mit Müll habe ich weggesammelt. Den hast du doch über Nacht dahin gestellt. Das hast du doch selber inszeniert, um dich in ein gutes Bild zu rücken. Das darfst du doch nicht sagen, die Kamera läuft. Oh, Mann, Mist, verdammt, jetzt hast du das alles ruiniert. Diese ganze, diese jahrzehntelang eingefädelte. Erstmal bei Lidl Einkaufswagen klauen. Denn ja. den Euro wieder rauspulen, ja? Ein Rechtsverstoß nach dem anderen. Ja, ja, unglaublich. Da hast du jetzt alles verraten, dass der Thomas Müller das war aus der Bürgnerstraße. Nein, 2023. Auf dem Fahrradsalon der. Ah, Mann, dann habe ich noch Müll extra zusammengesucht und den da rein drapiert und dann den Wagen von A nach B geschoben über 3 Wochen, damit ich dann irgendwann dieses Video von 3 Minuten drehen kann. Ah. Von lange haben geplant. Ja, ja, aber wie lang ist das Video? Ich muss mal selber kurz gucken. 1000 auf alle Fälle, habe ich Werbung davor. Du hast Werbung davor? Ich habe Werbung davor. Krieg's. Ich krieg Tantiem, ich krieg 5 Minuten 51. Und von der CDU krieg auch Geld hier. Erschlagen, als sie gegen den Sturm kämpfte. Mit einer doppelläufigen Schrotflinte. Ich meine, den Sturm ringt mal hart. In abgeordneter Wiener. Tja, in abgeordneter Wiener. Das ist ja pragmatisch, der Tommy heute. Naja. Gestern, vorgestern, oder wann auch immer der Sturm war, vor einer Woche und einem Tag hast du gesagt. Ich muss mal jetzt ernsthaft weitermachen. Oh, tut mir leid, ich kann nicht mehr spielen. Aha. Wo bin ich denn jetzt? Ich wollte doch gucken, was ich habe. Ja, ich wollte mal gucken, wie viele Abonnenten du jetzt hast. Ich wollte mal gucken, wie viele Abonnenten hat der Tommy jetzt.
90! Ja, und gleich sind es wieder zwei weniger, weil wir so bekloppt sind. Morgen sind es wieder zwei weniger. Das kennen wir, das Spiel. Zwei dazu, zwei weg. Drei dazu, zwei weg. Oder so. Immer so. Es geht eigentlich immer so ein bisschen nach vorne, aber geht auch immer gleich wieder zurück. Wenn einer dazu kommt, dann ist es so wie für einige, habe ich so den Eindruck, die machen ja so... Gott sei Dank, jetzt kann ich unbemerkt verschwinden. Machen wir so plupp, deabonnieren oder wie sagt man, deabonnieren? Ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nennt man das so. Also wenn es deabonnent. Monetarisieren gibt es auch. Demonetarisieren. Genau, ihr habt das auch deabonnieren. Ja. Die Deabonitis. Deabonitis zum Frühstück. Mio! Mir habe 90. Jetzt spielen alle auf Ding Dong. Nein, 0, Error, nein. Meck, 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 meck. So, wir haben 90 Abonnenten. Der Klingelhöfer ist dabei. Nicht der Schweinsteiger, aber der Klingelhöfer. Klingelhöfer. Ich weiß nicht, hat hier einer zu Ende Punkt? Hat doch keiner zu Ende gepumpt. Ja. Da kannst du den Ketchup von Curry 36 essen. Du stehst doch auf Soße. Naja, auf alle Fälle haben wir 90 Abonnenten. Ich freue mich sehr. Zum 90. alle Dute. Das sagt man auch immer zur Oma. Ein paar Jahre später ist er in der Kiste. Wir hoffen mal, bei uns geht das noch weiter. Bei 100! Nein! Bei 100! Bei 100! Doch! Der Garten hat dir was vergessen. Das hat er vergessen. Das ist ja schlimm. Schalim. Schalim, Schalim. Schalim, Schalim. Gut, den müssen wir noch einstellen. Gudi, 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 voran, san, san. Ja, es geht voran, auf alle Fälle mit 90 Abonnenten, ich freue mich sehr. Der Dennis pumpt noch sich nochmal richtig auf. Ach, noch einen Monat, bis ich wieder im alten Glanz erstrahle. Noch einen Monat? Dann kannst du den Weihnachtsmann mimen. Ja. Da habe ich auch wieder ungefähr das Gewicht zurück. Im Striptease. Ja. Tommy schraubt da vorne auch, ist fleißig, jetzt kommt er hier, jetzt macht er auch Pause. Hi Tommy! Na ja, was geht denn, ne? Tommy, halt den aus! Ich erinnere mich an Dr. Mabuse. Hast du auf Hawaii? Nee. Das war Dr. Chivago. Dr. Mabuse. Und den haben sie ja bloß immer 58 Erstausstrahlung in Tschechien. Ah nee, da wurde er erst hier gezeigt. Irgendwann. Das ist keine Ahnung. Auf jeden Fall war das Bahnbrechen, hast du den mal gesehen? Bahnbrechen, hast du mal gesehen? Nö. Nee. Das sind echt so Spezialeffekte drin, weil das von 33, das ist so in Dr. Mabuse. 1833 oder was? Was soll bahnbrechend sein? Nein, nein, das ist doch nicht mehr bahnbrechend. Natürlich! Na sag mal, der Film ist doch schon 60 Jahre alt. Wenn die Leute das Kino gesehen hätten, den wäre der Schein ausgerannt. Haben sie doch. Den Geist von Dr. Mabuse, ja, so durchsichtig, wie er sich so in den anderen hineinsetzt. So, ne?
voll abgefahren. Und Tipp 33. Ja, und? Wahnsinn. Achso. Dennis ist begeistert, den kannst du immer noch so, da kommt doch so einer, der sagt, er ist Merlin, haut so ein bisschen Schwefel da ins Feuer und dann, aha. Ja, natürlich. Ja, ist halt, Dennis ist ganz verzaubert, das ist ein Zaubershow. Ja, fair. Na, das ist doch gut. Das ist aber gut, dass man sich doch bewahren. Natürlich. Ja, jetzt sind die kleinen Zauberkünstler, die Schaue hier. Ja, das ist doch langweilig. Ja, total. Das ist ja nicht wie bei David Copperfield oder so. Der Bühne dreht. Der die Bühne dreht. Und weg ist auf immer der Mond. Wie hat er das gemacht? Tja, Sound. Da habe ich schon einen Teufelskerl, der Harald Jünke. Nee. Harald Jünke. Wieso? Hardy Krüger. David Kupferfeld. Auch ein Deutscher. Ein Popel aus der Nase gehüpft. Jetzt ist ihm ein Popel aus der Nase gehüpft. Muss ich gleich mal an meiner gucken, ob da was hängt? Wegretuschieren. Mit dem Finger wegretuschieren. Gibt es keine Retusche? Gibt es nur. Dennis stellt jetzt auch eine Behauptung auf. Also David Copperfield, Deutsch. Jetzt du? Na, ich habe gelesen in der BZ. Haben die nicht nur Bilderrätsel? Also, ah ja, nee, was hast du denn da gelesen? Ach, große Buchstaben oder kleine? Nee, fällt mir jetzt so spontan doch nicht mehr ein. Was ich wirklich nur nicht sagen wollte. Naja, ich weiß, was in der BZ immer steht, ist immer groß geschrieben. T-O-T. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Tot. Ach, tot. Tot steht noch. Tot. Tot. Was ist denn tot? Tod oder der Tod, also entweder TOD oder TOT, steht dann immer so ganz groß. Also der deutschen Rechtschreibung sind es mächtig. Frau in U-Bahn. Tod. Tod! Ja, mal so. Oder Abgeordnete vom Baum erschlagen. Tod! Ja, sag mal. Ach, wie sieht mich da? Ja, das ist doch scheiße. Natürlich nein, irgendwie eine Behauptung. Ja, natürlich. Carsten ist ja eigentlich Ägypter. Ach. Ja. Jetzt hätte ich gedacht, ich hätte nicht gedacht. Nico, nee. Er selber auch nicht. Er wisst davon, ja. Du? Ägypter sind doch eigentlich weiß, wa? Oder so braun-weiß. Naja, eigentlich ja. Unter dem Sonnenbrand. Na. Mann, ist das blöd. Ja, ich will es ja ohne. Ja. 90 Abonnenten, das muss gefeiert werden. Ich bin sofort, ich bin drauf und dran, ich gebe eine Runde aus. Ich spendiere eine Runde. Wenn jetzt nicht gleich in abspringt, spendiere ich auf alle Fälle eine Runde. Mate. Ja. Natürlich ist es großzügig. Ja, verständlich ist es großzügig. Ja, sicher ist es großzügig. Für 90 Abonnenten Mate, da müssen wir hier noch Anschriften. Nicht für 90 Abonnenten Mate, sondern nur für uns. Beide natürlich. Für 90 Abonnenten meinst du, ich versende die auch noch oder was? Ja, irgendwie gedacht. Mit Foodex. Fax. Einfach Fax. Ich fax eine Mate. E-Mail. Fax eine Mate. Das ist ja bestimmt auch Gutscheine, die man überall einlösen kann. Mate-Gutscheine. Naja, Klingelhöfer kriegt eine Mate von mir. Wenn er mir die Adresse zusendet, sende ich ihm sogar eine Mate zu. Der war der 90. Abonnent. Zumindest der sich öffentlich geoutet hat als 90. Abonnent. Von den anderen habe ich noch nie mitgekriegt. Ich habe noch nie mitgekriegt, dass da so eine Anzeige auf dem Blog. Abonnent. Das ist vielleicht auch neu, seitdem nicht hier. Seitdem der Virus drauf war. Oder auch nicht, der Virus. Oder was, guck mal da drauf vor. Aber bestimmt die Festplatte kaputt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wir werden es wissen. In einem Jahr. Wieso, was ich mal gelesen habe? Großkastenszenario. Das mitten im Krieg, ich glaube, das war 1943. Jetzt war wieder so eine alte Kamelle. Mabuse 33. Jetzt sind wir schon mal 43. Ah, gut, aber was moderneres. Ja, bitte? Mitten im Krieg? Haben sie sämtliche Waffen und Panzer eingeschmolzen, um den fliegenden Hamburger zu bauen. Ja, so war das. Ja, deswegen ist da eine Straße geworden aus dem Großen Zweiten Weltkrieg. Aus dem Zweiten Weltkrieg. Ah, McDonald's, eiserne McDonald's ist hier gekommen.
Ihr habt das eiserne McDonalds am großen Bande? Ja. Ihr habt das eiserne M am großen Band? Ja, das stimmt. Das und haben wir einige noch im Bundestag später gesessen mit dem Ding, weil das durften sie ertragen. Ja. Weil die zweite Tragvariante wurde dann extra eingeführt für. Naja, ist ja auch egal. Erich Mende und so. Ja. Erich Mende. Ja, genau. Das IK erster Klasse, zweiter Klasse. Hm? Ach, wieso nicht? Ja. Nee, war schon Ritterkreuz. Kein Eisernes Kreuz. So ein Ritterkreuz. Ich auch nicht. Ist ja auch egal. Ja, früher haben sie auch auf dem Tigerpanzer Schlaflenker installiert. Das ist doch auch noch im Original da. Naja, das war denen so langweilig, irgendwann haben die Amis mit so was, die Briten mit so was bekämpft. Ja. Die Amis. Das ist ja viele Panzer hier. Die sind, ist ja Quatsch, die hatten ja keine Schwimmpanzer damals, deswegen sind die Amerikaner, ist ja nicht, die waren ja nicht mit Panzern hier. Nee. Ist ja eine Insel, Amerika. Die hatten aufblasbare Panzer. Ach, deswegen ist doch Schwimmpanzer. Ja, ja. Deswegen war es so leichte Beute. Jetzt verstehe ich gar nicht mehr. Ich auch nicht. Hätte auch gerade nicht sinnvoll rein, was man irgendwie. Nee, ist ja auch alles nicht sinnvoll. Was man da Behauptung aufstellt. Süß, ja. Laber, süß. Ja, aber aufblasbare Panzer, ihr habt es ja tatsächlich. Ja. Das war die ganze Armeen, so ja. Ja, ja. Und Flugzeuge und alles. Und die ganze Fake-Shot. Davon hätte ich gerne ihn. Na, ich glaube, das, das Material. Das Material, genau. Die waren ja übrigens. Selbst also, wenn so ein Ding angenommen, du würdest so ein Ding finden in so einer Box, also die sind ja dann viel größer, die Boxen. Ja. Aber du könntest den ja nicht mal auseinanderfalten, der würde ja sofort zerbrechen, genau. Wahrscheinlich. Könnte man den nicht im Glypsohol einlegen? Also, na, wahrscheinlich ja. Und dann wird er weich irgendwie, wa? Ja. Vielleicht schmeidig. Und löst sie auf komplett. Nee, aber ich glaube, so ein Ding wäre unbezahlbar. Tatsächlich. Waren, glaube ich, die wir doch zuerst hatten, war. Diese Fake. Also, man hat ja rum genug gearbeitet, weil sie mal sagen: Ja, hier hat sich der Hummel verarschen lassen von der Amis, haben aufblasbare Panzer, ja, weil nur wenig Leute wissen, dass die Deutschen die ersten waren, die aufblasbare Panzer hatten. Und ja. Möbel vor allen Dingen, IKEA-Möbel, aufblasbare IKEA-Möbel. Liest du aber auch die aufblasbaren IKEA-Möbel? Ja, wurde heute eine Behauptung mir zugetragen, ehrlich gesagt, über IKEA. Und zwar, jetzt springen wir von eben ins andere, wir waren jetzt bei den Nazis und sind bei IKEA gelandet, wodurch das wohl kommt. Ne? Ja, ist ja auch eine Behauptung. Ja. Und zwar. Wie fällt nicht bei Buchstaben. Ja. Und zwar kann man IKEA-Möbel nach ein paar Jahren, wenn man sie nicht, wenn man keinen Gefallen mehr hat, dann hat, zurückbringen und umtauschen. Zurückgeben und was ich was anderes aussuchen? Das, für das Geld? Wie soll denn das funktionieren? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ist ja ohne Behauptung. Aber es wurde mir so, ohne Quatsch, ist kein Witz. Hat Marlies heute gemeint. Die hat gehört von einer Arbeitskollegin, die meinte, ja, nach 8 Jahren oder was, Schlafzimmer fällt nicht mehr, gehst zu IKEA, gibst den ganzen Scheiß Kladderadatsch da wieder ab und dann kannst du dir dafür was Neues aussuchen. Ja, für den Kaufpreis, ja. Für den Kaufpreis. Nein, das wäre aber schön. Ja, ja. Also würde ich machen. Ist ja kein Problem. Lade ich den ganzen Scheiß wieder ein. Wahrscheinlich, wenn du fein sauber auseinanderschraubst oder so. Und hast du hier kein Möbel, dann hättest du das Ding, sobald du das aus dem Laden rausholst, bricht halt sofort auseinander. Spezielle Atmosphäre im IKEA-Laden drin und sobald du damit vor die Tür kommst, durch diese anderen Umwelteinflüsse, fängt das an zu verrotten. So. Das ist nicht quasi unter Schutzatmosphäre verpackt, sondern IKEA selbst ist die Schutzatmosphäre. Genau. Und wenn du dann das öffnest, ist es wie beim Knack beim ersten Öffnen, dann ist das so. Ja, dann zerfällt das. Ja. Deswegen lassen sich die Dinger aber nicht aufbauen. Ja. IKEA, Mann, hör auf IKEA. IKEA, ich habe jetzt 2 Wochen lang Ausdünstung von IKEA in unserer Wohnung gehabt. Das reicht mir jetzt langsam. Ich habe also Kopfschmerzen gehabt ohne Ende. Oh, meine Hüte und was dann hier so. Oh, ist das schlimm, ey. Diese Matratzen und alles, die stunken. Nach Möbelhaus. Kinder oder was? Nach Möbelhaus natürlich und alles, aber. Naja, du musst das ja ausdünsten lassen. Das soll ein Schreiner hier, als soll ich einen schreinern lassen können. Eine Matratze schreinern. Kannst du mir mal eine Matratze schreinern oder was?
Mann, die haben ja schon hochwertige Matratzen, ist ja schon in Ordnung. Die haben ja wirklich gutes Material, da muss ja nicht das Billigste da nehmen, muss man den Schaumstoff scheiß. Die ja. haben auch richtig gute Matratzen da. Bloß, ja, wie gesagt, der gast ja trotzdem aus, oder? Egal was und wo du kaufst, gast die Scheiße ja aus. Und wenn du jetzt ein ganzes Zimmer neu holst, ja, dann ist das nun mal, das ist nun mal extrem. Du hast die Tür oben aufgemacht und hast gedacht so, boah, neu, Möbelhaus, Ikea. Ja. Ich weiß ja nicht, was die machen. Haben die so einen Sensor dran, die Leute, die bei Ikea arbeiten, dass die da nicht verstrahlt werden? Oder? Da gibt es ja auch kein Fenster zu öffnen. Nee, es gibt keine Fenster, ne? Ja. Also es gibt eine Klimaanlage? Ja, super. Vielleicht pumpt die da permanent irgendwelchen Scheiß rein oder raus? Da rein und raus, wa? Aus der Tiefgarage holen sie die Frischluft aus der Tiefgarage. Und leiten dann die Abgase in die Tiefgarage ein. Ja. Boah. Nee, ist echt ekelhaft. Ja. Na, das ist da. Ja, das muss die Furz schon mal anderes. Aber eben Matratzen kannst du dir nicht reinlassen, lassen, das stimmt schon. Matratzenmacher gibt es nicht so, die Matratzenmacher. Jule, ist doch Matratzenmacher, aber. Nassmacher. Matratzenmacher. Na, früher waren ja noch Matratzen, kenne ich noch zu Ostzeiten, aus Strom. Ja, diese harten, also diese blau-blaue Streifen. Ja, ich kenne die noch. Die waren Stroh abgesteppt. Stroh gefüllt, ja. Und so abgesteppt waren die immer. Ja. Na, das, wer hat denn sowas hergestellt? Was war das nur? Da steht da drauf, VEB Rote Rübe oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Da gab es da den Berufsstand Matratzenmacher oder was? Oder Betterbauer, Bettbauer oder. Na, Polsterer halt. Ah, genau. Ein Polsterer. Ein Polsterer. Da haben wir. Die machen sowas. Also die müssen ja diese Drahtgeflechte bauen, die auf. Das ist ja ganz simpel eigentlich. So eine Matratze herzustellen ist nicht simpel. Aber natürlich. Für die ist das ja kein großes Ding. Also die haben da ihn untergestellt und dann haben sie, fängt das alles mit Schnüren an, dann machen sie, binden sie die Federn drin, dann füllen sie das zwischen den Federn auf. Je nachdem, was das für eine Matratze ist. Also Polster meine ich jetzt zum Beispiel. Ne? Aber die haben natürlich zuerst eine Form dafür. So, und diese ganzen Federkern, da diese Federkernmatratze ja eine relativ neue Erfindung ist, ja. Weil früher gab es ja, wie du schon gesagt hast, nur diese Bettauflagen. Das, was heutzutage wieder modern ist, Boxspringbett. War ja früher ganz, war ja gang und gäbe. Du hast denn keinen Lattenrost in dem Sinne gehabt, sondern hast einen Federrost gehabt. Und darüber hast du denn deine harten, stoffgefüllten Matratzen, also stoffgefüllten, Quatsch, Stroh oder was weiß ich, Seegras oder was auch immer die genommen haben. Weiß ich ja gar nicht, was die da genommen haben, alles. Marihuana. Ja. Nee, aber stimmt, bei mir gegenüber von der Tüchlerei, da war auch eine Polster. Federmatratze, genau, jetzt sind diese Federroste. Die hätte man alle aufheben müssen, diese alten Federroste. Ja, die sind Schweine, geile Qualität waren genau. Die. Die waren richtig, nicht nur verbunden, sondern richtig mit Metallketten zusammengetüdelt noch. Die hatten so einen Aufbau teilweise. Und wenn der Feder müde war, hast du sie rausgenommen, eine neueren, fertig. Und du hast dich reingehauen in das Ding. Die haben zwar manchmal ganz schön Geräusche gemacht, doch? Ja, na, wenn sie älter waren, dann. Ja. Aber stimmt, hat meine Oma. Was für eine geniale Qualität das war. Also wirklich so ein Bett war vom Boden aus halt. Ja, ja klar. Ja. Boxspringbett halt. So wie heute die Dinger. Ein Kastenfederbett. Ja. Federkastenbett. Boxspringbett. Federkastenbett. Nicht Kastenfederbett. Ja, ist ein Federkasten. Aber das würde ja viel zu lange halten, da könnte man den Leuten ja nicht mehr verkaufen. Naja, aber ich habe ja gesehen, das ist nicht anders aufgebaut, also tatsächlich hier die neuen Dinger. Nur, dass das in billig halt ist, tatsächlich, total billig. Diese Federn, die da drunter liegen, das ist so lökernd gegenüber dem Material, was du damals so, was ich so damals in der Hand hatte immer. Also ich habe das ja oft in der Hand gehabt, das Zeug, weil ich habe ja viel geräumt. Ich habe viele Räumungen gehabt und da war ja die ersten Dinger, kann ich mich noch entsinnen, war oft so eine Teile mit dabei. Und dann diese statt einer großen Matratze,
also in einer großen Bettauflage hast du ja immer drei. Ja. Die hast du immer so gedrittelt, ja, die Dinger. Damit die transportabel waren, quasi auch. Das ist ja nicht so eine Riesenkehle als damals mit so einer riesen Matratze durch die Gegend gelaufen. Das waren dann immer so drei so eine teilweise so hoch aufgebaute, aufgepolsterte Kissen gewesen. Trotzdem waren die gemütlich, die Teile. Und das Interessante daran war natürlich an dieser Methode, dass die dreiteilig waren, du konntest variieren. Die haben sich unterschiedlich auch verbraucht in dem Sinne. Also du konntest die gleichmäßig ablegen in dem Sinne. Ja. War eine interessante Sache damals. Also wie gesagt, die haben damals schon mehr bewusst vom Möbelbau natürlich. Also heute wissen sie es immer noch, aber beachten es nicht mehr. Natürlich Unvergessenheit. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist immer noch alle da. Aber es möchte einfach keiner mehr auf den Markt zu bringen. Weil wie du schon sagst, die Sachen sind so lange geil, bis sie aus der Mode kamen. Und heutzutage ist es ja andersrum. Die Sachen dürfen nur so lange geil sein, bis zur nächsten Gehaltserhöhung. Sozusagen maximal. Die sagen, es ist so 5 Jahre, 4 Jahre, danach sollten sich die Leute ungefähr wieder ein neues Zimmer kaufen. Ja, früher hat so eine Stilperiode ein bisschen länger angehalten, war 10, 20 Jahre. Echt? Also, wie lange war denn die Gründerzeit? Jungsteinzeit, Barock, Gotik? Da reden wir mal nicht von, dass die Leute sich permanent neues Zeug geholt haben. Das ist ja nun mal klar, dass irgendeine Familie nicht viel leisten. Ja, eben, also davon, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Wir reden aber jetzt von den letzten irgendwie 150 Jahren vielleicht oder so. Und wenn du davon aussiehst, dass irgendwie der Jugendstil, erst wenn eine Stilepoche sich sozusagen, oder wenn der Stil sich geändert hat, vom Biedermeier zum Louis Philippe denn oder so, so ein Trendgeschichten, dann haben sich die Leute, wenn es denen gefallen hat, haben sich umentschieden und haben aber eigentlich im Grunde genommen die perfekten Möbel, die immer noch top waren, die wurden dann weg. Einfach weg, raus, weg. Verwandt. Oder nicht? Genau, verwandt, verschenkt, was weiß ich. Das war dann nicht mehr modern und dann wurde getauscht. Heutzutage ist es halt wirklich anders. Heutzutage ändert sich doch nichts. Bei Ikea ist doch die Scheiße seit Jahren gleich geblieben. Da ist doch seit 10, 20 Jahren nichts passiert. Weiß ich nicht. Ich war nach der Wende auch schon bei Ikea. Ja, weil meine Mutter ja gerne bei Ikea alle kaufen wollte. Und ich muss sagen, da gab es teilweise die gleichen Sachen wie heute immer neu. Also ich muss sagen, als meine Eltern, die haben irgendwann mal ein Haus gebaut, die haben alle mitgenommen an Möbeln und da wieder drin gestellt. Jetzt nach und nach, so in den letzten Jahren, ist es verschwunden. Ja. Ich habe mal bei Ikea ein Sofa gekauft und Bilderrahmen fand ich da immer sehr günstig. Ich habe mich immer geärgert, weil ich dann die heil nach Hause gekriegt habe, bin mit der S-Bahn gefahren und dann sind die großen Bilderrahmen kaputt. Du bist zur nächsten S-Bahn-Fahrt dürfen reiten. Länger nicht. Ja, Bilderrahmen habe ich da auch mal gekauft, aber die sind billiger dafür. Irgendwie 3 Euro. Das ist haltbar. Ja. Bleibt es ja so groß haltbar. Fand ich gut. Ja. Oder in der Sparkasse geklaut. War auch gut. Diese mit dem Alukasten. Die Galerie leisten. Hoffentlich hast du da noch. Oh Mann, in der Sparkasse geklaut. Da waren ja immer noch richtig Künstler drin. Oder meinst du diese Aushänge? Die Aushänge, die draußen dranhängen. Die kannst du den Arm abklappen so, und dann kannst du dann da eine Bild drin schieben. Aber so diese massiven hier mit diesen breiten Armen mit der Lampe oben dran. Ja, toll. Sparkasse, Leute. Spar dein Geld, klau in der Sparkasse. Na, ich fand die Bilder haben sehr schön, muss ich sagen. Ja. Du nicht? Ich fand die schön. Erinnert mich immer an ein Restaurant. Nein, kann ich doch kein Bild hinterhauen. Die bürstete Alu, das war doch. Na, ich fand das schön. Das hat auch in meine Wohnung gepasst damals. Ja. Hast du überall die Werbung so dran? Sparkasse Nord. Der Teig natürlich. Sparkasse. Da kam ja raus. Ich weiß nicht, was ich da drin gemacht habe. Von Bob Marley oder was. Oder von Tweety. Tweety auf dem Fliegenpilz oder irgendwie sowas. Ja. Tweety auf Pilz. Ah, oh, meine Güte. Ja, ich habe ja in meiner Wohnung da auch die Regale und das alles, naja, Regale, Hochbett, halt, Tisch, ja, ich alles selber gebaut, da ich von der Baustelle halt das Holz geklaut, weil diese 4 cm starke, wird abgeschliffen und abgehobelt und richtig schön, naja, so weit wie geht mit meinen Mitteln halt, aber für mich sah alles schon sehr schön aus. Und dann halt da verarbeitet, so ein Hochbett drin und da ein Regal mit integriert und da so eine Ledercouch und eine Bar mit eingebaut, das sah schon ganz gut aus. So
einen Scheiß habe ich auch gemacht. Eine Bar. Musste ja jeder irgendwie haben in den 90er Jahren und so eine Scheißbar. Ich habe mir ohne Bar gebaut. Das war nur, das war ein Brett, was etwas höher stand, wo zwei Barhöcker da nicht standen. Das war die Bar halt, aber es sah gut aus, weil es sehr, sehr schlicht war und halt in das Ganze mit integriert war. So ein Hochbett mit drin, davor stand ein Ledercoach, dann ging das Hochbett da so lang und dann diese Regale an der Wand weiter halt so und halt alles schön poliert, ja. Sah gut aus. Sehr schlicht. Naja, ich glaube, das auch. Ich hab den nur aus Riebs alle gebaut, da haben sie alle gestaunt. Ich habe eine indirekt abgehangene Decke gemacht, also sprich, ich habe ja in so einer Wohnung gewohnt, bei so einer Genossenschaft, da durftest du ja eigentlich nichts bauen. Ja, also habe ich kein Ständerwerk an der Seite ran geschraubt sozusagen und die direkt abgehangen, sondern habe die einfach nur die Mitte abgehangen. Ja. So ein bisschen runtergehangen und oben drauf. Habe ich Licht in direkte Beleuchtung gemacht. Und also es war so von der Decke vielleicht 20, 25 cm hing die von der Decke runter und habe oben drauf in der Mitte meinen Verstärker eingesetzt und die Boxen oben drauf gepackt noch die Decke. Und ich habe das so gemacht, dass du in der Mitte echt so eine Klappe hattest. Da hatte ich so einen kleinen Riegel gebaut und da ist diese Klappe so schräg runtergefahren, also konntest du so schräg runter machen, mit diesen Deckenabhängern ging das alte Jahr zu. Ja. Und dann konnte ich Verstärker anmachen, Musik los und dann hat es losgedudelt. Und mein CD-Player damals, also so ein Discman hatte ich nur gehabt damals, den habe ich den Discman auch oben aufgepackt, den habe ich damit angeschlossen, da konnte ich dann meine Musik hören, das war total geil. Ja, und der Klang war ich eigentlich, war so weil so. Ja, das war Unverhältnis. Also für damalige Verhältnisse, ich empfand das als total toll. Natürlich. Ne? Und dann habe ich das aber so gemacht, weil das war so, das habe ich so achteckig gemacht, das Teil in dem Zimmer. Und dann habe ich an zwei dieser Ecken habe ich zwei Säulen runtergemacht aus Rigips. In der Mitte eine Granitplatte zwischen. Das war meine Bar. Und die Front verkleidet natürlich. Ja. Und von hinten so ein paar Regalbretter drin aus Holz. Da waren die Gläser drin. Und oben drauf natürlich konntest du die ganzen Pullen entstellen. Also das war total genial. Also ich fand's geil. Ich fand's cool. Ich habe davon leider nur ein halbes Bild. Auf dem halben Foto ist was drauf. Man hat jetzt ja damals keinen Kopf gemacht über sowas, aber irgendwie, ich fand's toll. Hinterher stand ich auch so da, als ich dann damit fertig war. Das ist mir auch so im Kopf, dann in dem Moment. Du fängst an und dann sagst du dir, ja, geil, sieht gut aus. Nee, musst du noch das bauen. Ja, dann musst du noch das bauen. Und dann wächst es und wird immer größer und größer. Du willst eigentlich nur eine indirekte Beleuchtung haben, weil das irgendwo, habe ich das mal gesehen, wahrscheinlich auf irgendeiner Baustelle. Ich weiß ja nicht mehr, was der Grund dafür war. Und dann habe ich mir gedacht, ach, machst du auch die Anlage oben drauf. Ja, aber wie bedienst du die dann, wenn die dann da oben drauf ist? Na, baust du in der Mitte so eine Klappe rein, die du so halb runterfährst, so, also nur so kippt. Ja, dann hat das alles geklappt am Ende und sah geil aus. Und dann, Kumpels waren es auch alle gut, dann haben wir Silvester bei mir immer gefeiert und Rami Dami und Drama und Zamba und Rumba-Leute gemacht und alle Bude runtergerockt. Ja, Bude runtergerockt ohne Ende, aber da war ja nicht drin in so einer Jugendbude sozusagen, da war ja nicht, wa? War der Erste, der eine Bude hatte für sich. Und ja, aber war cool. Meine Nachbarn haben mich gehasst. Da war ich ja immer noch die ganze Nacht unterwegs und dann mit den ganzen bösen Jungs und so. Und dann, was für Leute hier in unserem Gebiet. Ja. Was für eine Wohnung, würde ich sagen, oder was? Wir starten. Ja, da war ich dann. Ja, aber ich wurde in Ruhe lassen auch. Das war auch gut. Okay. Also, war nachts nie da. Immer nur tagsüber, ab und zu. Ja, das war schon cool. War eine witzige Zeit, auf alle Fälle. Ja. Meine erste Bude. Und ich hatte eine Couch, die habe ich mal genannt, Adidas Couch. Da war immer eine Couch mit Ledercouch. Komplett saugemütlich. So eine gemütliche Couch hatte ich nie wieder, ja. Das ist, wo ich auch die Erinnerung daran war. Also sehe ich bei mir nicht anders. Nein, die war wirklich so gemütlich, weil ich kann mich entsinnen. Ja, ich habe... Nee, brauchte Couch gewesen, tatsächlich. Ja. Wo ja war, eigentlich stand die irgendwie brauchte Sachen oder so. Damals, aber die fand ich so geil, die stand nämlich im Fitnessstudio in dieser Anmelderaum. Und da habe ich ja jahrelang, war ich in diesem Fitnessstudio, seitdem ich 12 bin, weil ich diese scheiß Fitnessstudio, seitdem ich 12 bin, krieg ich diese scheiß Couch und habe da mal drauf gefliezt. Auch fand ich schon immer so geil. Ich habe gesagt, ey Bernd, wenn du die mal nicht mehr willst oder so, sag mir Bescheid, ich möchte die haben unbedingt.
Und hat er irgendwann gesagt, weißt du, nimm die mal mit. Das ist okay, nimm die mit. Die ist zwar geil, aber er holt sich ja irgendwas anderes oder ja, weiß ich mehr warum, wieso, aber er hat sie mir geschenkt. Da habe ich mal so gefreut. Und die Katze, und ich fand die damals schon so gemütlich. Und in der Bude war das immer noch das Gleiche. Das war da nicht irgendwie so anders oder so, weil ja, dann war im Fitnessstudio, war mir gemütlich. Nee, da, die war echt cool. Und die hatte drei Streifen drin, wie Adidas. Mhm. Total geil. Grau mit drei weißen Streifen zum Querüberläufen. Asymmetrisch. Total genial. Ja. Sau gemütlich und sau schweineteuer war das Ding. War das so mit gemacht mit der Couch? War das so passiert? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, als mein Sohn geboren wurde, musste die weichen. Gesundheit. Danke. Ja, meine habe ich bei meiner Ex-Frau gelassen. Dann ruft sie mich an und fragt, ob sie die entsorgen kann. Da habe ich gesagt, natürlich. Entsorgen. So, ja, ich habe gedacht, der fällt bis dahin noch irgendwie was ein, so was, ich kann sie auch wegstellen oder keine Ahnung, also dass ich sie abholen kann. Also, war das ganz wichtig, die irgendwie an dem Tag zu entsorgen oder so. Das war meine Therapie-Couch, da habe ich mich immer aufgelegt, wenn es mir schlecht ging, und dann war ich nächsten Morgen therapiert, ja. Das war eine schwarze Leder-Couch, eine sehr gemütliche, auch sehr, sehr alt und eingesessen, ja. Ja, das war wahrscheinlich auch, dass sie wirklich so, also du bist da nicht so wie auf so einem neuen, so rumgehoppelt oder so, die war richtig durchgelutscht. Ja. Ja, wahrscheinlich total eklig, wa? Ja. Irgendwie, wenn die alle da... Irgendwie, aber das, na klar, wie du schon sagst, das ist natürlich auch eine andere Zeit. Man, wer weiß, wer darauf schon geknallt wurde, alles. Auf dem Ding, ey. Voll, natürlich im Fitnessstudio, Anfang der 90er Jahre, Mann. Das Ding ist richtig durchgerammelt. Total verschwitzt. Der Tommy, der fand das geil, ja. Oh, das riecht hier nach Muff. Das ist so Rundspiegel erhöht, die Couch, ja. Feier, ey. Ja, aber war gut. Hat mir gefallen. Hat mir sehr gefallen. Das war echt so eine Jugend, so eine Single-Bude, ey. Ich meine, eingerichtet. Ich hab meinen Flur blau gestrichen, das weiß ich noch. So blau. So ein ganz komisch, so wie dieses Big Screen Blau von diesem Atari hier. Ja, so ein Blau. Ja, so ein Türkis war. Ja, so ganz komisch. Dann hatte ich natürlich so einen Deckenflut da drin. Diesen typischen Deckenfluter. Den man stellen kann, oder was? Ja, so ein Teil, so ein Bodendeckenfluter. Ja, mit Dimmer dran, ja, oder was? Mit so einem Drehknopf dran. Ja, mit Dimmer. So, wie war denn das? Eloxiert so ein bisschen war der. Also der sah auch so irre aus, als so glänzt. Und aber in verschiedenen Farben, wa? Ja. Ja, ja. Und, und was hatte ich da noch? Eine Palme, natürlich. Die Palme habe ich heute noch, die steht oben. Die hat echt so lange gehalten. Ah, unser nicht, die Palme ja. Die ist jetzt 25 Jahre alt. Bei mir. Ist älter als dein Sohn, Mensch. Ja. Rasiert sie sich denn schon die Palme? Hätte ich nie gedacht. Ja, ich habe ja keine Pflanzen mehr. Früher. Ja, schlecht. Tja, so ist es. Wie sieht euer Jugendzimmer aus? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja. Ja, so ist es. Ich habe auch keine Fotos von irgendwelchen Behausungen von mir. Ich habe damals Fotos gemacht, das weiß ich noch. Ja, ich nicht. Aber ich weiß nicht mehr, wo die sind. Findest du, wenn du ausziehst? Ja, ich bin ja schon rausgezogen aus der Bude, da habe ich die auch nie gefunden. Wo sollen die sein, in welcher Bude? Vielleicht hat sie meine Ex-Frau. Hm. Tja. Wies man nicht. Doch, ich halt hier nochmal ab und zu. Deine Ex-Frau und du. Wenn ich die Alimente nicht bezahlen würde, würde sie vorbeikommen. Tag 3 steht sie da.
Hallo. Hi. Ich wollte fragen, ob ich mir kurz einen Schraubenschlüssel ausleihen kann, um meinen Sattel wieder hochzumachen. Was brauchst du für ihn? 12er. Also da durchsetzen alle, die damit zu tun hatten, mit dem Fall, mit dem wir ihn wieder fahren, dann sollte er außerhalb wieder rauslöchen. Ach, das war, war das mit so einem Handy? Ja, immer hat er so eine ferngesteuerte Knarre über den Friedhof geschickt. Dann hat er irgendeine Anwältin, Rechtsanwältin. Gesetz der Rache, das war ein guter Film. Die telefoniert, war ein Projektil drin und dann hat er dir die Birne weggerumst. Eigentlich eine sehr schöne Idee. Müssen die heutigen Handys reflexen, ne? Ich mal mehr 22. Ich fand das Gesetz der Rache aber geil. Wie heißt der Schauspieler? Gerard Butler. Ach so, alles klar. Ach, der war doch das genau, wo sie ihn nackt festnehmen. Mit war. Genau, Jamie Foxx. Genau, wo sind hier und nehmen sie ihn fest. Klingt doch nicht wie ein Monat. Genau, das ist die letzte Szene da, wo im Hintergrund, wo bei ihm da brennt, das ist da. Da stellt ihr nochmal der Bulle die Kiste mit. Jetzt, was ist denn jetzt los? Was? Hä? Tech 1578! 91 oder was? Vor 25 Sekunden! Tech, du bist dabei! Tech in the back in the tech, tech attack. Tech attack. Wieso denn dit? Was ist los mit euch? Wie ausgestiegen oder hinzugekommen? Ja, weiß ich nicht. Ich sehe doch, du mal nicht. Ja, ich habe jetzt wahrscheinlich. Ich habe 91 Abonnenten. 91 Abonnenten. Ich muss mal. Ja, was ist denn los? Jetzt bin ich bei 91 Abonnenten. Leute, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Vor 30 Sekunden hat der Tech Attack den Kanal abonniert. Ist ja unglaublich. Unglaublich. Ich bin total happy, außer mir, ich mach gleich in mein Höschen und das werde ich dann meistbietend versteigern. Bei eBay. Echt? Ich gebe Mainz unten auf hin, Mainz stinkt mehr. Ja, das stimmt. Da musst du aber noch. Dann scheiß ich noch in Mainz, dann stinkt Mainz mehr als deins. Kannst du das noch toppen? Nee. Ja, da siehst du, hab ich gewonnen. Machst du meinen Ton aus? Ja, ich hab ihn angemacht. Und klar. Nein. Hab ich nicht. Doch, hast du. Wie denn? Bekommen. Danke. Ist ja unglaublich. Habe ich gerade eine neue Krone, also ich bin zufrieden, seit ich nicht bei Ihnen da sind. Naja, na ja, natürlich, ja, ja. Nein, ja. Finde ich jetzt gerade. Na, natürlich, wenn man nachguckt, dann findet man auch einer. Thomas, ich mache ja öfters mal am Wochenende nichts anderes als E-Mail. Ja. Und? Prost! 91 Abonnenten. 90 Abonnenten. Prost! Prost! 91 Abonnenten. Prost! Dennis. Prost, Thomas. Wenn du jetzt 91 mal mit mir hier anstoßen, dann werde ich irre bei. Das ist ja Kopf hoch. Schon lange nicht mehr getrunken. Na, ich hab dir mal die andere geholt, weil ich weiß, die ist hier zu süß immer hier. Ja, die hab ich mir mal mit Andi geholt. Kistenweise. Kistenweise Hühnerscheiße. Na, jetzt war noch in der Anstalt, war. In der Heideanstalt, in der Badeanstalt, in der Säuglingsanstalt. Anbieter kontaktieren. Ah, okay. Und nachfragen. Und vielleicht ist er so nett und misst nach. Holt aus dem Riesenlager, was ungefähr 1 Million Teile umfasst, holt er extra für dich dieses eine Teil raus und misst es nach. Ja, mit einer Schieberede. Mit einer leeren Schiebe. Komme ich denn von hier aus zur Charité? Charité ist so ein Krankenwagen. Ja, dann mit der S-Bahn. Ja, das ist doch eine Friedrichstraße. Ja, Friedrichstraße und dann Friedrichstraße rinnen und dann nächste Querstraße wiederum. Das ist gegenüber vom Friedrichstadtpalast. Das ist doch die nächste. Ja, sozusagen genau. Gegenüber vom Friedrichstadtpalast drin. Wie heißt denn die? Marienstraße. Ich nehme mich aber nicht raus. Charité ist nicht so mein Ding. Ach, du warst noch nicht da, du fährst noch hin?
voll, die Blätter sind voll drin, voll drauf, wie sagt man, drauf plantiert. Ist ja auch ein Experiment, das Rad einfach mal anderthalb Jahre im Freien stehen zu lassen. Das Rad stand jetzt hier anderthalb Jahre rum. Das hat nämlich ein Kunde mal nicht zurückgebracht. Und hat mir dann aus England geschrieben, good old England. Ja, das Rad steht in irgendeiner Nebenstraße, er weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Und ist da angeschlossen auf alle Fälle. Und ich soll da mal gucken gehen. Und ich meinte zu ihm dann, was soll ich denn gucken gehen? Ich meine, wir haben ja viele Nebenstraßen hier. Und dann habe ich es irgendwann Monate später mal durch Zufall entdeckt. In der Straße dachte mir, das ist doch mein Rad. Hab den Schlüssel ausprobiert, aber da hat schon jemand versucht, das Schloss aufzubrechen. Also hat der Schlüssel keine Funktion mehr. Ich hab diesen Schlüssel, den ich von ihm habe, hab ich ausprobiert. Natürlich eine Frechheit. Kannst du ja einfach so einfach Rad stehen lassen im Suff. Er meinte, er war betrunken, er weiß nicht mehr genau. Ja, der Alkohol ist mein Alibi, ne? Ja, soll er tun. Ja, und heute, jetzt, ein Jahr habe ich es jetzt beobachtet seitdem tatsächlich. Und heute habe ich es. Habe ich mir zurückgeholt, einfach. Wollte es schneller ran, drin, weg. Ich habe erst gedacht, vielleicht ist das ja echt ein Hörer. Das ist eins. Zweins, ja. Der Sattel ist kaputt. Der Sattel ist kaputt. Der Sattel ist aufgeschlitzt. Leider. Ist richtig aufgeschlitzt hier. Hier in der Rinne gestochen. Ja, der Rinne gestochen, mit dem Messer hier. Total bekloppt, ey. Hier ist auch mein Schnellspanner dran, hier ist mein Aufkleber dran, ne? Da sind deine Felgen dran, deine Ventile drin. Da ist alles meins, ja, da ist mein Reifen drauf, da ist meine Scheiße dran. So sieht denn aus. So sieht ein Rad von mir aus, Scheiße. Aber quasi ist es ja ein Neurad. Das war ja echt nicht alt, als er das mir entwendet hat, sozusagen. Ja, die Kette hat ja auch noch Spannung. Ja, die ist nur ein bisschen rostig, ne? Ja, vielleicht warte ja auch ja kein Rad, ja kein Jahr, was das rausgestanden hat. Guck mal, sag mal gucken, jetzt steht ja auf dem Vertrag drauf. Sollte ich ihm alles in Rechnung stellen bis jetzt? Ja, Mietkosten. Mietzeit, Mietkosten bis jetzt? So, warte mal, wo sind wir denn? Hier. Und wann hat er denn gemietet? Ach, das war ja auch noch das, genau. Der hat nicht bezahlt, oder was? Der hat ja nicht mal ein Datum aufgeschrieben, der Idiot. Na, hast du ihn nachträglich aufgeschrieben? Nee, leider nicht. Also im Grunde genommen ist der Mietvertrag noch gültig. Achso, er hat ein Ausleihdatum, aber kein Abgabedatum. Nein, er hat ein wie lange? One day hat darauf geschrieben. Ohne day. One day. Ah. Er hat es einen Tag gemietet. Fakt ist, er hat einen Tag gemietet. Das ist schon über ein Jahr her. Und dann hat mir diese Rebecca, die mit ihm dabei war, hat mir seine Kontaktdaten gegeben. Ja, macht er nicht. Aber über die ist er nicht erreichbar. Sie waren jetzt zu zweit und sie hat gesagt, das ist ein Idiot. Wahrscheinlich haben sie sich kennengelernt. Sie wurde durchgevögelt, war unzufrieden. War unzufrieden, genau. Oder was weiß ich, oder er war unzufrieden. Er war am nächsten Morgen weg. Ich meinte, der war nicht mehr da. Ja, so. Ja, das ist ja nun nicht die feine englische. Das ist nicht die feine englische Art, das ist ja auch online legal group, arbeitet da. Ja bitte, was darf sein? Ich wollte ein Bierchen. Ein Bierchen? Eine Birne für das Hinterrad. Okay, jo. Also für die Hinterradlampe. Genau. Jo, kostet einen Euro. Okay. War hier in Leon? Nö. Ist das eine Birne? So, ich bin in Mögelberg gefahren. Ah! Mögelberg. Und dann gingst du? Ausrolle nicht mehr. Ausrolle nicht? Wieso? Cool, danke. Ciao. Ja, ich bin nach dem Sturm Bayer. Tschüss, schönen Tag. Ja, da lagen ja auch richtig viele Bäume. Ja, habt ihr euch die Strecke nicht angeguckt vorher? Oder? Nicht die Strecke, so, wenn du einfach angefahren bist. So. Ja, das macht man nicht. Wenn man eine Strecke runterfährt, geht man so vorher einfach runter. Ihr wart ja nicht auf der Strecke. Du bist einfach so ein bisschen da rumgefahren so, und dann halt so ein bisschen. Ja, liegen immer Äste. Also heute geht er weg. Das ist ja noch mal. Ja, und dann lag er immer weg. Na ja, dann sprich mal drüber. Genau. Über das sprechen wir drüber. Auch kannst du drüber fahren. Der Ast lag drunter noch. Ach so, ja, das hab ich gesehen. Ah ja, das ist jetzt alles.
Passiert. Ja, hast du verstaucht oder gebrochen? Oder? Keine Ahnung, ich weiß was? Nicht, was du da gemacht hast. Du hast eine Verletzung davon? Vom Ästchen im Laub? Du bist ins Laub gefallen und hast dir was gebrochen? Körpermodifikation. Wie, was ist das denn? Den Daumen kann ich kaum bewegen. Aber was ist den Daumen ein bisschen nicht stauch? Das ist irgendwie anscheinend weggebogen oder sonst was. Ausgeschenkt. Aber auf jeden Fall. Mach ich ja täglich hier, wenn ich hier so ein Rad drüber drücke. Genau, ja, wollte ich gerade sagen, das wirst du in Zukunft dann nicht mehr machen können. Also einen Mantel setzen, so auf die Felge hochdrücken, da klappt dir dann der Daumen nach hinten weg. Ja, das habe ich nämlich auch. Ich hab den auch. Alte Radfahrerkrankheit. Alte Radfahrerkrankheit, so sieht's aus. Also mach dir nicht raus, willkommen im Club. Darauf warte, musst du dir aber selber gucken, was zu spät. Laut Ärztin mir ein MRT machen lassen. Nein, jetzt hör auf mit deiner MRT-Kacke, ey. Aber Blume ist wegen der Strahlung ans Röntgen. Oder? Ja, aber noch nicht bei ihm. Der ist da 10 MRT-Termine im Jahr. Was soll denn das? Scheiße, ey. Mann. Ich war zu einem Arzt. Ach, ist ja euch ja nicht. Nee. Ob der gut ist? Wie ist der denn zuvor? Dr. Schnelltod oder was? Ja. Na nee, die ist Krankenhaus Köpenick, Frau Dr. Strack. Nee, kann ich nicht sagen, wenn ich. Das sein können. Weil immer alle Leute, die aus den Hügelbergen da verunfallen kamen, sind meistens ins Krankenhaus Köpenick. Und die Frau Dr. Strack sagte dann schon. Nee, ich konnte ja danach noch irgendwie fahren, so. Bloß dann am Abend hin wurde es immer schlimmer. Und dann wurde er immer dicker. Ich hab mir mal meinen Sack und meinen Schwanz aufgerissen beim Hügelberg runterfahren. Ich bin eigentlich in den Gerbichtereier gezogen. Da habe ich ja nicht gemerkt, aber die Küssen ja 5 Stunden später. Kam Blut! Und dann war das Ding blutig, ja. Also ich schmerz hatte noch, aber ich dachte, so schlimm ist das nicht. Hm. Ah ja. Und das war noch total bekloppt, das war oben auf dem Mögelturm und da hinter so eine Abfahrt und diese Abfahrt runter. Da sind ja so eine Bordsteinkanten. Und ich Idiot, ich wollte wirklich auf die Bordsteinkante aufspringen. Hab das aber irgendwie verkackt und dann bin ich ganz blöd abgestiegen und dabei ist das passiert. Das war nichts Spektakuläres. Das ist das Schlimmste, wenn es scheiße aussieht. Nicht mal Filmreifen, nix YouTube, nix Janisch. Ja, damals gab es ja sowas eh nicht, aber selbst das hat man sich ja damals angeguckt, denn wenn man das mal gefilmt hat auf VHS, das sah man jetzt aus wie Scheiße gegenüber heute. Ja. Unfälle, die super spektakulär aussehen, da passiert ja nichts. Und wenn du so eine Zeitlupe umkippst, dann reißt du dir die Därme aus. Ja. Da fällt dir glatt ein Ei aus der Hose, ja. Ja, das wäre schlecht. Hättet ihr deine Tochter gemacht? Ja, das ist ein F. Ein F für Fahrradladen und dann hat sie Laub dran geklebt. Also hat sie ein F gebastelt erst und dann hat sie mir Laub dran geklebt. Weil es ja Herbst ist jetzt. Ja, ja. Ja, gut gemacht, ja. Hm. So. Sieht ein bisschen aus wie ein T. Nein, das ist ein F. Das ist ja so gebogen rum. Ach, ein kleines F. So, oder was? Nein, das ist ein F. So. Ja. Wie fahren die am günstigsten zur Friedstraße? Ja, am Ufer lang. Am Ufer. Reichspitschufer. Reichspitschufer heißt das ja noch gar nicht. Hallische Ufer, Hallische Tor. Und dann muss ich irgendwo abbiegen, oder? Ja, in die Friedrichstraße am besten. Achso, die geht von da ab. Also ja, Wilhelmstraße drin und in Friedrichstraße. Ah. Am S-Bahnhof Hallische Tor. Ist abbiegen. So gut. So. Ah. Ja, dann kannst du direkt eigentlich durch, geradeaus durchfahren, die Wilhelmstraße geradeaus durchfahren. Das ist eine Charité mit viel geklaut, ne? Naja, das ist im Altbau, nicht im Neubau. Also da, die sind ja nicht so groß, die Altbauten, die haben zwei Stockwerke und dann der kann kurz Bescheid sagen, dann soll er da mal rauskommen. Ja. Aber haben die Sachen nicht online geht eigentlich da, das Zeug? Nee. Du meinst hier das Interview? Hm? Nee. Ja. Ich hab richtig gehört, was ich gestört habe. Ja.
Ist noch nicht da, ja? Nö. Machst einen Tagesschnitt innerhalb von 3 Stunden? Das. Ach, wir haben überhaupt fertig. Wir hochladen. Hochladen dauert am längsten. Stunde. Das Licht funktioniert ja. Das Licht funktioniert ja. Ja, habe ich angeschlossen wieder. Ach so. Licht funktioniert, Reifen sind wieder aufgepumpt. Das Ding ist fertig. Ready to use. Das ist der Sattel. Sattel und Klingeln müssen wir neu erteilen. Sattel und Klingeln. Ansonsten alles tippitoppi. Dann kommt ihr noch an, nach hier. Ey, mach mal rein. Ja, schön, dass du mich vorbereitet hast. Bin ich beweisen. Nimm mich mal hin rein. Motherfucker. Boah, ja, ein Sattel brauche ich auch unbedingt, einen Sattel. Online, Online Legal Group, Company Number. Markus Morrison, Office 7. Ah ja. Ludgate Hill, London, UK. Schreiben wir doch mal an. Ach, hab ich doch schon. Das war also vor einem Jahr, oder? Wie auch immer, das ist für mich hier ist jetzt das Thema, ich hab das Rad wieder. Aber natürlich auch in Ausfälle. Natürlich, stell dir mal vor, der fährt 365 Tage im Jahr, wäre der jetzt auch vermietet gewesen. Ja. Muss man ja auch berechnen. 365 mal 8, jetzt du. Ich runde ab auf 5000 Euro, dann ist die durch. Ja, okay, machen wir. Der Sattel bewegt sich auch noch. Dennis, was ist nun mit der Jugend los? Die fahren Hauptstraße lang. Und, ach, Himmelsburg ist ja auch so Himmelsburg, aber. Ja, was weißt du noch? Dann kommt am Weg und da hinten über das Bahnhof als Haus. Bei der Shell-Tankstelle, genau da rum, wo der Wasserturm da ist. Oder was ist das? Nee, das ist kein Wasserturm. Viel zu kompliziert, der Dennis hat schon gehakt. Du bist in der, nee, aber da gibt es ein paar Türme. Genau, oh, wo ist denn jetzt? Lass uns das ausdiskutieren. Doch, doch. Ja. Da gibt es nämlich einen Turm, und zwar am S-Bahnhof Rummelsburg. Und da ist ein Turm, wie es, was sie dafür hergestellt haben, schon Patronen. Deswegen steht da so ein Turm. Das ist S-Bahnhof Rummelsburg, da haben sie Patronen, nee, da haben sie Kugeln gegossen. Da schon Kugeln. Kugeln haben sie hier genau. Das ist ein Fallturm. Aber bei der Shell-Tankstelle oder was? Nein, es war noch Rummelsburg. S-Bahnhof. So, Rummelsburg. Ja, ich bin ja schon beim Betriebsbahnhof da hinten. Dahinter sogar. Ist ja normal. Naja, ich wollte nur ein bisschen geschichtlich. Ah, hat doch alles hier von Berlin. Hat doch alles jetzt keinen Zweck. Ist doch Schienenersatzverkehr. Meinst du, könntest du mich am Sonntag fahren? Definitiv nein. Weil ich Sonntag frei habe. Müßiggang ist aller Laster anfangen, Leon. Was ist denn frei? Ist doch schlau.
ich von Ostkreuz bis Köpenick schon mindestens. Wärst du mal mit Fahrrad gefahren? Hättest du eine Dreiviertelstunde gebraucht. Ja, was soll ich sagen? Ja. Von hier aus? Ja. Dreiviertelstunde ist doch okay. Von hier aus bis nach Westhagen? Ja. Ja. Hab ich auch nichts noch gemacht. Ja. Ich hab eine halbe Stunde gebraucht, weil meine Mama mich noch spät abgeholt hat. Um Gottes Willen, die Mutti. Gott sei Dank ist die Mutti da. Die rettet mich im Fez. Das passt denn echt optimal rein. Optimales Auto. Was hast du denn? Astra. 4 Polsky 4. Profi saß, Profi schneidet. Ich bin am Arsch da. Ja, das ist ein bisschen ruhig, aber. Space also Shuttle. Also nicht sehr groß, aber nicht sehr klein. So. Was ist denn mit Fahrrad rein? Ja, das hat dein Führerschein nicht gemacht. Ja, was macht der? Der läuft eigentlich so weit. Wo läuft der hin? Aber. Ins Knie oder? War ein bisschen der Leder. Warum? Na, man kann doch sowas in 3 Wochen oder in jeder Woche machen, oder? Ich nicht. Nee. Das schaffe ich gar nicht. Praktisch. Du musst ja praktische Fahrstunden, ich glaube 30 praktische Fahrstunden machen. Was? So viel? Was kostet eine praktische Fahrstunde? Eine? 45 Euro. Was? Nun sind es ja immer Doppelstunden normalerweise. Also ja, eine Fahrstunde sind 45 also Minuten. Eine Einheit oder was? Oder wie? Ja. Genau, 45 Minuten und die kostet 28 irgendwas oder so. Und man macht irgendwie ja, 2 und dann bin ich bei 42. Irgendwie von der Rechnung keinen Sinn ergibt, aber okay. Keine Ahnung, ich habe sie eh nicht verstanden. Ich habe da meine Preisliste gehabt und die hat überhaupt nicht übereingestimmt mit dem, was ich jetzt bezahlen muss. Was bezahlst du denn jetzt für eine? Ich bezahle jetzt für einmal fahren 42 Euro. Für anderthalb Stunden? Ja, so ungefähr. Das war gut. Eine 2 Übungsstunden. Gilt als 2 Übungsstunden. 2 mal 45 Minuten. Ja. 21 Euro. Die Stunde. Nicht die Stunde. 8. Habe ich schon 8 absolviert. Der 5. ist ja ausgefallen, die Stunde. Ja, die sind nicht ausgefallen, die hast du ja dann irgendwann. Ich habe da angerufen und hab gesagt, ich komme hier nicht weg. Dann hat er gesagt, okay, gut, dann lassen wir. Fällt die ja nicht automatisch aus, sondern die wird nachgeholt. Ja, naja, aber sie ist an dem Tag ausgefallen, so der Termin ist halt weggefallen. Das ist ja nicht, was man nicht an einem anderen Tag wiederholen könnte. Ja, ja, den Strom kann man nicht wiederholen. In der Hinsicht. Gut, was meinen jetzt hier mit dem Radl? So schnell wie möglich, ist heiße Ware. Boah, riecht nach alten Laub und so. Ja, den Schweiß in England so wegwerfen. Wie meinst du? Goldenen Henkel. Aber jetzt noch Edel aussieht beim Wegwerfen. Wegwerfen. Weg. Wow. Bist du voll weg oder was? Wegwerfen. So, ein paar Timzüge heute. Oder was hältst du von Daumenstütz? Da macht er nichts. Fällt ihm schon was ein. Es geht trotzdem auf. Die Hand. Mein Sohn hat wieder eine Ausrede gefunden, nichts machen zu dürfen. Mach doch einfach mit den Füßen Klimmzüge. Ich sag mit den Füßen drin und dann. Da bist du schon leicht, das schaffst du. Echt mal. Also ich meine. Ich kann Schweinebaumeln machen und da mal ein bisschen Hit-Ass haben. Ja. Zum Beispiel. Thomas, da konnten wir wenigstens eine Laterne ranmachen an ihr Gerüst. Laterna Magica. Achso. Ja klar, eine Laterne vorne. Bist du hingelaufen oder was? Bist du jetzt gegengelaufen? Nee, aber alte Leute werden wie sieht der Luft gehen. Da musst du das mal Bescheid sagen. Ja, das ist Baustellensicherung, nennt man das. So sieht das aus. Ja, da gibt es so einen ganzen Ordner für Baustellensicherung richtig ja, gemacht. Ja, muss beleuchtet werden abends. Aha.
Ja. Ich muss so Beleuchtung haben. Backbord, Steuerbord, Fahrlampe. Positionsleuchten? Muss ja. So beleuchtet sein. Positionslicht, richtig. Backbord, Steuerbord, Laterne, vorne Fahrlicht. Hinten Hecklaterne. Der ist richtig gut, ja. Der Mann. Und blau, grün, rot. Ist er weg? Weg ist er. Das war schon. Das war der schnelle Input vom Brummel heute. Positionslicht heißt das. Rot, grün, blau, ja, ja, ja. Oder auch Toplicht. Toplicht genannt. Cool. Brummels Welt. Mein Sohn gefällt Brummels Welt. Zweitakter. Ja, du bist auch bald ein Zweitakter. Wenn du so weitermachst, wegen ihm Kickerlitzchen hier irgendeinen Verband anzulegen, der trägt mal richtig auf eigentlich. Irgendwann kommt er an mit irgendwas. Hab da einen Kratzer, da ein Aua, mir ist der Zehennagel umgeknickt. Ja, Leon, wie wär's denn mal mit dem Sonnentanz genau? Da machst du dir hier oben einen Schnitt in der Brust und hier in und hier in und hier in und dann holst du. Dann hängst du dich dran auf. Ja, und dann bindest du dich an den Pfahl und dann musst du von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang so lange tanzen, bis die Hautlappen da oben abreißen. Und dann bist du ein Mann. Dann bist du eh noch. Dann bist du nämlich aufgenommen. Haben wir alle hinter uns. Wenn so unsere Brustlappen sehen, immer mit den Hängertitten, die Leute mit Hängertitten, wisst ihr Bescheid, was da passiert ist. Ja, das ist jetzt immer noch nicht gemacht, aber das wollte ich früher eigentlich machen. Aber naja, jetzt bin ich schon ein bisschen älter. Ich habe hier noch andere Sachen mitgenommen. Und Haut ist stabil. Ja, also da musst du ganz schön dran rumzerren, bis da was passiert war. Also, ja. Du bist ein echter Held und reißt einmal durch. Ja, da kannst du ja du, da musst du ein paar Mal dran rumreißen. Ja, ja. Mit dem an sich ja nicht. Oh, ist okay. Ziehst dir voll die Pelle ab, ist hier oben so. Ist so drin die Seite. Ah, Scheiße. Splatsch. Ja. Das ist nochmal reulig. Du bist bei den Naturvölkern. Der Weg zum Krieger. Ja, zum Anfang reichen ja vielleicht ein paar heiße Kohlen zum Rüberlaufen. Und cheaten ist nicht, hier ein Skalpell einstecken und schnell mal. Ich hab mich nur mal auf den Nagel gelegt. Nagelbild? Ja. Ja. Mach dir auch eins mit einem Nagel. Wenn du das schaffst, ist die Königsklasse. Mit einem Daumen, genau. Das ist die Königsklasse. Denn. Weil der Lukas trifft dir noch mit Arschloch. Hock. Moin. Hock, moin. Machst du morgen früh auch um 9, ja? Ja, nicht mehr. Ja, nicht mehr. Die Schnauze. Voll. Ich glaube dir das gerne. Gut, dann nehme ich mir heute Abend ein Fahrrad mit. Morgen früh um 9, ja? Morgen um 9. Bis dann. Ciao. Rad, mal her, das ist doch erst Ende des Monats, war? Dicht. Oder wann? Hm? Ist doch erst Ende des Monats dicht, war? Ja. War Enricos Mutter. Ist dann wieder Jugendherberge. Der Jugendherberge. Jugendherberge. Wenn nicht, was ist denn dann? Herbert. Herberge. Herbert. Das ist ein Hostel. Ein Hostel. Es gab mal einen Film, der hieß so Hostel. Hostel. Ohne Karte? Ja. Ja. Ohne Karte? Hostel. Nur Hostel. Ein Youth Hostel. Jugendherberge. Hebig. Aber ich kenne das Kampf. Übungsbestimmung. Oh, ich war doch noch gewesen, aber wir auch in der Jugendherberge. Da musste man sich dafür anmelden, dass man da zelten gehen durfte. So. Und dann hat es schon irgendwann. Also, danach hat es halt eine Frist so für deine Kündigung. Damit du nicht, weiß ich nicht, von 12 Euro im Jahr oder sowas dann bezahlen musst. Aber kannst du halt jede Art von Jugendherberge, also die mit denen in Kooperation nutzen. Ist ja gar nicht mal schlecht. Das finde ich auch mal gekündigt. Ja, du musst ja trotzdem was dafür bezahlen, sonst ist es ja noch nicht. Ja, jetzt muss ich ja die Standgebühr da bezahlen. Genau. Zeitplatz. Gut.
Fahrrad ist fertig, Sattel habe ich gerade nicht. Ja, das ist so sozial. Dann halt an Europa. Dein neues Nagelbrett, bitte. Ein paar nochmal anschweißen. Und dicker Nagel. Mal Brett oben aufschrauben einfach. Genau. Skateboard. Cool. So in Verbindung mit Gepäckträger. Ja, Bang Bang. Heute haben wir ja viel aufgenommen. Deswegen dauert es eine Weile, mit Material zu schneiden. Und das mache ich jetzt mal. War ja ein sehr erfolgreicher Tag. Wir haben 2 Abonnenten dazu gewonnen. Wahrscheinlich verlieren wir gleich auch wieder welche. Wenn das jemand sieht, der freut sich dann. Juhu, ja, jetzt kann ich unbemerkt abspringen. Habe ich ja vorhin schon mal gesagt, Lohe. Und die nutzen dann auch mal die Chance. Ist immer so. Kommen 2 dazu, einer springt ab. Oder so. So in dem. So in dem Bereich, in dem Dreh ist das immer. Also bis morgen, wir sehen uns. Morgen ist Samstag. Mal gucken, wie das wird. Ciao.